ich fange jetzt auch an. Genug Quatsch. Sagt man erstmal auch. Genau. Ihr nächstes Rennen findet auf dem Daytona International Speedway statt. Das Innenfeld dieser Rennstrecke beinhaltet einen 12 Hektar großen See. Es ist auch lustig, dass ich irgendwie Leute jetzt angesteckt habe mit Motorsport. Weil der Kollege, der Travel Otto, bei dem könnt ihr übrigens auch mal zusammen vorbeischauen. Der ist auch unten bei mir auf dem Kanal verlinkt. Der streamt aktuell WSC 7. Auch eine tolle Rennsport-Reihe. Finde ich auch toll. Also werden wir hier auch noch auf dem Kanal sehen bei mir. Der aktuell streamt er das. Und da gerne mal vorbeischauen, wenn ihr auf Motorsport steht, allgemein oder so. Der spielt aber auch Assassin's Creed zum Beispiel oder kleinere Spiele mal zwischendurch. Also bei ihm gibt es halt auch ein tolles Programm. Nur mal so als Info nebenbei. Und ja. Das ist auch aktuell eigentlich ganz cool, wenn man halt wirklich ein, zwei Spiele hat, wo man auch übelst Bock drauf hat. Also ich freue mich immer nach wie vor auf den Forza Motorsport Stream. Ich freue mich auch nach wie vor auf den Forspoken Stream. Und jetzt kam ja auch noch vor kurzem Exo Primal dazu, was ich ja mit Flo, also mit Entertainment for You und mit Game Night LP zusammen zocke. Das kommt ja auch noch dazu, was da eigentlich auch beim letzten Mal halt echt Spaß gemacht hat. Obwohl ich halt nicht so der Multiplayer-Spieler bin eigentlich, aber wenn man halt die richtigen Leute dazu hat, dann macht es halt da auch schon Spaß. Das habe ich ja schon auch öfters halt mitgekriegt. Wenn man halt auch Leute dabei hat,
mit denen man halt auch gerne irgendwie was unternimmt oder halt allgemein, wo auch das Verständnis da ist füreinander und auch das Spiel verstehen und dass man sich da auch ganz gut harmoniert und ergänzt halt, ne, im Spiel, dann funktioniert das auch alles, dann macht es halt auch extrem Spaß. Wie gesagt, ich bin eigentlich grundlegend sonst eigentlich nicht der Multiplayer-Typ. Und es gibt wirklich ganz, ganz wenige Leute, die mir halt es schaffen, dass ich Multiplayer zocke. Also, ich bin da eigentlich sonst nicht so der Fan von, ehrlich gesagt. Eher lieber so Karriere oder so Geschicht-Story-Spiele oder so spielen und so. Aber halt, ja. Wenn es dann noch das richtige Spiel ist und die richtigen Leute, mit denen man das zockt, dann macht es halt auch Spaß. Da gibt es einige bei mir aus dem Freundeskreis, die es halt immer wieder schaffen, wo es halt auch echt Spaß macht. Aber ja, ansonsten, wenn ich die Leute nicht gehabt hätte bis jetzt, würde ich wahrscheinlich gar nicht mehr online spielen. Also ja, das ist halt nur meine Meinung. Ich bin da halt nicht so der Fan von, ne, eigentlich. Koop und so, Koop-Projekte, Koop-Spiele, die Spaß machen und dann halt die richtigen Leute dazu, das ist schon viel wert. Aber wie gesagt, extrem Bock habe ich momentan halt auch auf Forza Motorsport 6, weil ich mich halt dermaßen auf Forza Motorsport 8 freue. Das hatte ich ja beim letzten Mal schon erwähnt. Und aktuell spiele ich auch sehr gerne Forspoken, weil das auch einfach ein ideales, geiles Story-Game ist. Und vor allem, es gibt Katzen. Und das ist halt einfach, ja, das sind halt gerade zwei Spiele, die mich halt extrem in ihren Bann gezogen haben. Und worauf ich mich dann halt immer freue im Stream. Und da macht dann halt auch das Stream umso mehr Spaß, ne? Wenn man dann halt auch wirklich Projekte oder Spiele hat, die man halt gerne spielt, worauf man sich freut, wo man sagt, jo, ich könnte am liebsten eigentlich 24 Stunden das Spiel spielen. Macht das Stream halt auch recht viel mehr Spaß, ne? Wenn man halt so auch so ein Spiel hat, wo man halt auch in der Freizeit dran denkt oder so. Wo man halt auch Bock hat. Deswegen, ich sag mir immer das Spiel, was einem Spaß macht, worauf man Bock hat gerade. Und dann macht man eigentlich nichts verkehrt. Und ich glaube, das merken dann halt auch Zuschauer oder auch zum Beispiel auf YouTube, die Leute, die das zuschauen, merken das dann auch. Wenn man halt merkt, dass derjenige auch wirklich Bock drauf hat. Dann ist ja auch das Verhalten, ne? Das ist das grundlegende Verhalten von jemandem, der auch komplett anders in dem Moment. Dann ist man vielleicht auch ein bisschen positiver oder erscheint halt auch positiver und ja, das ist halt schon immer viel wert. Und wenn man sich dann noch Ziele steckt, dann ist es noch mehr viel wert. Also ich stecke mir ja immer so insgeheim, also das wissen ja viele manchmal gar nicht, aber ich stecke mir in den Spielen insgeheim immer Ziele, die ich erreichen will. Ihr nächstes Rennen findet auf der Road Atlanta statt. Die Strecke bietet eine Kombination aus Schikanen, Höhenwechseln und Schräghangkurven. Also mit Zielen sind gemeint zum Beispiel, dass ich jetzt versuche, Spiele so gut wie es geht halt auch wirklich richtig zu spielen, also auch wirklich vieles mitzunehmen. Moin Erik! Moin Moin, warum holst du nicht mal ein Lenkrad? Ich hab ein Lenkrad. Ich bin nur so faul, es aufzubauen oder wieder abzubauen. Ich hab ein Lenkrad hier. Ich hab sogar ein Thrustbuster hier. Damit könnte ich halt vernünftig fahren wahrscheinlich, aber wie gesagt, ich bin halt einfach so faul, es aufzubauen und wenn ich dann halt was anderes spiele, immer wieder abzubauen. Also ich habe halt nur den Tisch, wo ich das dann befestigen kann und das war's dann. Und ja, ist einfach eine Bequemlichkeit. Fährst du denn deine Autorennspiele mit Lenkrad? Ich weiß gar nicht, zockst du überhaupt noch Autorennspiele? So? Und Erik, ich hoffe, dir geht's auch gut. Also ich hoffe, dir geht's gut. Ja. Und du hast dich mittlerweile da auch eingelebt, wo du jetzt im Zoom bist. Hoffentlich. Ich habe auch eins, aber von Logitech.
Aber wenn das neue Forza raus, müssen wir zusammen spielen mit Lenkrad. Können wir machen. Können wir machen. Können wir gerne machen. Freust dich auch schon auf das neue Forza? Ich freue mich total, ne, drauf. Das ist ja auch gar nicht mal allzu lange hin jetzt, ne? Die Monate vergehen ja Gott sei Dank mittlerweile echt schnell. Also. Also grafisch, was ich bis jetzt so gesehen habe in diesen ganzen Vorstellungen und so, sieht das ja echt schon Bombe aus, ne? Also grafisch, denke ich mal, haben sie bestimmt noch ein Ding, eine Schippe zugelegt. Also das, was ich bis jetzt gesehen habe, ne? Letztendlich müssen wir natürlich gucken, ob das Endresultat hat, aber ich freue mich schon dermaßen drauf. Ich bin nicht nur gespannt, ich bin sogar gehypt. Würde ich sogar sagen. Um behaupten. Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Soll das ja. Das soll ja auch, ne, verbessert worden sein, das Fahrgefühl. Also von den Werkzeugen, also von den Werkzeugen, Fahrzeugen, dass das allgemein einfach vom Ergebnis halt komplett stimmt. Das soll ja auch, glaube ich, nochmal angepasst und verbessert worden sein, ne? Was zockst du denn aktuell so, Erik? Zockst du eher auf der PlayStation oder auf Xbox? Kommt im Moment drauf an, habe in letzter Zeit viel Kingdoms of Castle gesucht am PC. Okay. Die Tage habe ich auch mal extra Fragen ausgesucht.
Okay, King of, also Kingdom of Castle, ist das nicht so ein Strategie-Ding-Spiel? Und wie findest du Exo-Bible? Also ich finde das eigentlich, wenn man wirklich die richtige Gruppe dazu auch hat, macht es echt Fun, ne? Also klar, man kann es ja auch alleine spielen, aber mit Freunden spielen macht es, glaube ich, mehr Spaß, als wenn man dann halt wirklich alleine spielt. Ja, und ich habe ja aktuell Urlaub, also deswegen kann ich halt auch vor mir das streamen. sonst findet ja eigentlich Donnerstag und Montag halt kein Stream statt. Dienstag halt immer spontan. Aber da ich jetzt halt von der Umschulung halt Urlaub habe, 2 Wochen, und dann geht's halt ins Praktikum rein, ja, nutze ich die Zeit einfach mal, ne? Ist ein Aufbauspiel für zwischendurch. Ja, warum nicht? Kann man ja mal machen. Kann man auf jeden Fall machen. Ihr nächstes Rennen findet auf dem Indianapolis Motor Speedway statt. Mit 400.000 Zuschauerplätzen ist es die weltgrößte Stätte für Sportveranstaltungen. Ja. Ich sag mal so, man kann es sicherlich auch alleine spielen, so ist es nicht, aber man braucht halt schon ein gutes Team, mit dem man sich auch abspricht oder so, oder halt auch mal verständigen kann. Und ich hatte das letzte Woche Freitag mit 2 Kollegen aus dem Streamer-Bereich halt auch gesockt, auch aus meinem Netzwerk. Und mit denen zocke ich ja schon öfters und wir haben ja schon einige Projekte auch zusammen gemacht. Und da merkt man halt, ne, wir sind eingespielt miteinander, wir kennen uns, wir wissen, wie der andere tickt, und da funktionieren dann halt auch die Absprachen für die Spiele, und das macht dann halt auch viel mehr Spaß, ne, wenn man da halt auch Leute hat, mit denen man sich da halt auch absprechen kann. Das hat man ja früher auch bei uns gemerkt, ne, wenn wir zu dritt COD oder so gespielt haben. Es hat ja alles viel mehr Spaß gemacht, als wenn irgendeiner von uns alleine gespielt hat. Ne? Also fand ich zumindest in meiner Meinung nach. Also ich hatte bei den COD-Runden früher mit euch viel mehr Spaß, als wenn ich alleine gespielt habe. Ne? Also da hast du ja auch damals schon gemerkt, dass man da halt einfach richtige Teams und richtige Leute braucht. Und dann macht es halt Spaß. Also zu unserer aktiven COD-Zeit. Ich weiß ja noch, MW3. Ja. Oder diese LAN-Partys. Einfach legendär. Oh, die gute alte Zeit, ja. Da denke ich echt oft dran, muss ich ehrlich sagen. Also, das war echt eine coole Zeit früher. Das ist wirklich so eine Zeit, woran ich dann halt oft und gerne dran denke. Und dann sitze ich manchmal da und kriege dann auch ein Schmunzeln, weil ich in dem Moment dann dran denke. Und mir denke, oh Gott, wie waren wir eigentlich früher? Ja, gut, das ist halt der Nachteil, ne? An erwachsen werden. Das ist halt so der Nachteil am erwachsen werden, das ist halt einfach so. Obwohl ich mag meine Umschulung eigentlich sehr gerne. Also ich gehe gerne zu meiner Umschulung, sag ich mal so. Und ich freue mich auch schon aufs Praktikum halt. Es ist was anderes, wenn man halt auch seinen Job macht, den man halt machen möchte. Und wenn man halt auch ein bisschen Spaß an seiner Arbeit hat, dann macht's halt, dann fällt einem das auch vielleicht nicht so ganz so schwer. Aber es ist halt auf jeden Fall deutlich besser, als wenn ich jetzt noch bei der Telekom arbeiten würde. Da würde ich mich halt überhaupt nicht mehr freuen drüber.
Also, ich glaube, da würde ich halt auch wirklich sagen, nee, komm, kein Bock. Tobi und ich gehen nächsten Monat auf Gamescom. Ja, ist doch cool. Ja, ich würde ja auch gerne, aber ich habe keine Zeit durch die Umschulung und durch Praktikum-Sachen. Habe ich mitten in der Woche halt keine Zeit. Ne? Guck mal, ich bin ja dann von morgens um 10 bis 17 Uhr mindestens im Betrieb. Muss dann noch eine Stunde bis nach Rostock fahren. Oder auch eine Stunde nachmittags oder abends wieder zurück. Also, schwierig mit Zeit. Also, ich würde sonst auch gerne gehen, aber geht leider dieses Jahr nicht. Aber wahrscheinlich nächstes Jahr. Also, nächstes Jahr, wenn ich dann halt fertig mit der Ausbildung bin, dann gucke ich mal, ob ich mir dann auch den Zeitraum dann frei nehme. Und dann würde ich halt vielleicht nächstes Jahr das mal in Angriff nehmen. Ja, also. Ich wollte ja auch einfach mal einmal mindestens in mein Leben auf der Gamescom. Einmal mindestens. Hab mir extra Urlaub genommen. Ja. Gut, ich sag mal so, ihr könnt euren Urlaub ja frei einteilen, ne? Oder bist du so frei nehmen von der Firma aus. Ich bekomme ja einen Urlaubsplan mit meinem Ablaufplan für den Unterricht. Und mein Urlaub ist halt festgesetzt. Ne? Da kann ich leider momentan nichts ändern. Aber ab nächstes Jahr, wenn ich dann fertig bin und auch in einen Betrieb reingehe, dann wahrscheinlich eher schon. Aber ihr habt ja auch nicht so weit zu fahren, ne? Glaube ich, oder? Was hältst du von Mikro Motorfest? Ich habe das schon mal gesehen. Also, ich habe mir das schon mal ein bisschen angeguckt. Ich wollte mir auch noch mal heute das Video von GameStar dazu angucken. Es ist spannend. Es ist echt spannend. Also, ich würde es mir wirklich tatsächlich angucken. Ich würde es mir tatsächlich angucken, dieses Kuh Motorfest. Einfach mal, um zu gucken, ob das überhaupt mit den Rennsportteilen hier von den ganzen Konsolen jetzt mithalten kann, ne? Gran Turismo, Forza Motorsport und so. Bin ich gespannt. Also ich bin gespannt drauf. Ich gucke mir das auf jeden Fall an. Bis nach Köln mit den Zug eine Stunde. Ja, das geht ja dann noch. Ja. Das geht ja dann noch. Gut, ich fahre länger, ne? Wenn ich von Straßen losfahre bis nach Köln, das dauert ein bisschen länger. Ja, warum nicht? Hast du denn direkt angefragt, oder? Ihr nächstes Rennen oder hast du vorbestellt? Sonoma Raceway statt. Die Strecke wurde 1968 im Weingebiet von Sonoma County errichtet. 21. bis zum 23. Welchen haben wir denn? Oh, den 20. Auch schon mitgekriegt. Toll, super. Ja, cool. Nee, angefragt. Ja, warum nicht? Also ich wünsche dir viel Glück, dass es klappt mit dem Beta Key oder so. Also, na, Beta Key, ne? Ja. Aber warum soll es nicht klappen? Also die werden ja wahrscheinlich auch gucken, dass die Leute die Spiele schon mal antesten können und schon mal auch ein bisschen Werbung machen kann. Also warum nicht?